Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Folge. Es ist endlich wieder soweit. Wheel Spin! Und nachdem wir das letzte Mal, ja, drehen bis zum Umfallen gemacht haben, so habe ich es einfach mal genannt, machen wir das so ähnlich diesmal. Nur, dass wir diesmal nicht drehen, bis wir ein Auto haben und dann drehen wir unser Tuning-Budget, sondern diesmal drehen wir, bis wir unser Auto haben und alles, was wir davor gedreht haben, ist unser Tuning-Budget. Es sei denn, man zieht in den ersten zwei Spins schon ein Auto, dann darf man, also man darf mindestens dreimal drehen. Ja, das kann man schon mal festhalten. Aber man kann halt auch, wenn es gut läuft, auch 20 oder 30 Mal drehen, bis halt das erste Auto gezogen wird. Ja, also das finden wir mal raus, wie das gleich läuft und was dafür aufbaut und dann rauskommen. Mit dabei bei diesem, ja, man könnte schon sagen, Experiment haben wir Andy, Timix, Acid Burn, Pluto Cascade, Stewie, Fluffy, Jenkins, Lukas, JC und zum ersten Mal dabei LPN 442 und Nivo. Grüßt euch! Hallo. Hallo. So, ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an zu drehen. Oh, ich habe mir noch gar nichts hier zum Aufschreiben. Das könnte ja nämlich ja ziemlich viel werden. Oder es wird ziemlich. Bei meinem Glück ziehe ich eh gleich ein Auto. Also. Oh ja. Schauen wir mal. So. Perfekt. Im Prinzip ist ja jetzt auch egal, wenn ich was Grünes ziehe, solange es kein Auto ist. Okay, das war knapp. Die Regeln mit auf 10.000 aufrunden gibt es natürlich immer noch. Also alles unter 10.000 ist gleich 10.000. Das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Ja, ich brauche zwar nur drei Spins, aber ich glaube, das reicht mir schon, was ich jetzt Och, hab. Mann, ey, ich hasse das Format. Ich habe auch schon Auto. Ich auch. Ist nicht so Mensch, scheiße, aber... Mensch, richtig Glück heute. Ich habe einen guten Tag, ich sage euch. Gott sei Dank habe ich vorher anders gezogen. Vor allem, wenn jetzt wieder was. Das war so klar. Es war so klar. Ja, ich bin auch fertig, natürlich. Es klang in der Theorie toll, in der Praxis hat es mich natürlich mal wieder. Ja. Das war ein guter Probelauf, würde ich sagen. Jetzt können wir dann die Aufnahme anfangen. Ja, ist so, ja. Bin ich froh, dass das erste Auto zählt. Das ist doch jetzt. Ich glaube sogar, ich weiß ja noch, was ich letztes Mal gefahren bin. Es war der F100, der umgefallen ist in der Kurve. Ich glaube, ich werde mit dem, was ich jetzt habe, langsamer sein. Ich definitiv, weil ich habe das Auto, was ich letztes Mal hatte. Der wäre wahrscheinlich in der Serie. Ach Gott. Ich glaube, ich kann mit dem Auto fahren. Also ich bin zwar langsam, aber ich drehe noch. Also geht es ja langsam voran. Und... Ich hab extra dafür noch geübt. Ich habe 1000 Wheelspins geöffnet, damit ich die perfekten ziehe, aber ja, nein. Das bringt nichts. Spätestens wenn die Aufnahme läuft, foppt dich das alles. Heute hatte ich schon viermal einen Millionspin gehabt und jetzt ziehe ich Auto direkt und zwei Geldwerte. Ja, ich habe auch direkt ein Auto. Ja, ich können ja so wie letztes Mal machen, wir können ja schon mal die Basisautos schon mal zeigen. Oh, okay. Oh Gott. Also im Prinzip kann ich jetzt auch mein Auto jetzt schon zeigen, weil so viel wird sich daran nicht tun, aber... Bei mir ändert sich nur das Baujahr. Och, Mann. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ray, bei dir kann es nicht schlimmer sein als bei mir. Ich hab immer Pech. Naja. Oh, also auf dem Discord auf jeden Auto, Fall, Ray. Aber sonst... Aua. Da ist ein Pluto in mir gespawnt. Also ich glaube, also glaub, schlechter... Schlechter als ich in Wheels bin, ist niemand. Also, da kommt dann Andy und dann kommt lange nichts. Naja, ich krieg auch immer die ganzen kleinen Pisskarren mit dem wenigen Geld. Also, ich dachte, ich höre immer nur kleine Pisskarren. Also klein nicht, aber die. Ja, Acid, aber wie oft hast du auch schon gute Autos gehabt, ne? Ja, natürlich. Eigentlich habe ich sehr oft gute Autos. Ja, aber es ist auch immer das, was man draus macht, es geht ja um den Spaß. Ja, Andy, ne? Heute bin ich richtig gut dabei. Oh, falscher Schwede, Moment. Heute bin ich richtig gut dabei. So, also warte, ich muss ein Stück vor. Geht wieder, diesmal auch wieder mit einem Amerikaner. Aber nicht danach aus. Du, ein schönes Auto hast du da. Ich hasse dieses Auto. Du, wunderschön. Ich muss mal noch die Kupplung ausmachen, nicht, dass mir ein Vorteil Also auf den ersten schaffte. Blick hat jetzt niemand was Übertriebenes. Also klar, Timix ist natürlich schon mal eine gute Basis. Ja, Andi, das ist aber ein gutes Auto. Der ist echt richtig gut. Der richtig getuned. Ja, warte auf mein Tuning-Budget. Ich glaube, dein Tuning-Budget ist
gleich so gleich oder mehr als das, was ich habe? Weil weniger als ich geht auf keinen Fall. Also sagen. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst würde ich mein Tuning-Budget verraten. Ja, es kommt drauf an. Gut, ich habe meins schon verraten. Also weniger als das, was ich habe, geht nicht. Also im Prinzip kann man sich's ausdenken. Gut, egal. Ich würde sagen, ich glaube, alle sind ready. Und warte, ich bin noch nicht da. Bin an das Auto. Ich glaube, das sind Jenkins und ich die einzigen. Ja, Fluffy kriegt immer einen BMW. Das ist auch schon ich mal. Ich habe bloß das Baujahr geändert, habe ich gesagt. Stand eben schon mit M3 hier. Ja, perfekt. So. Jetzt aber, ja, können wir. Oder? Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, geht's los mit der wilden Tuning-Hatz. Können wir schon mal zurückgehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wie immer, 15 Minuten habt ihr Zeit. Wenn ihr sie nicht braucht, kein Problem. Aber maximal 15 Minuten zum Tunen oder Design oder wie auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, meine Damen und Herren, das war mal wieder ein Satz mit X. Das klang in der Theorie geil. Also ich habe schon echt so gedacht, irgendwie so 20 Mal drehen und dann ein mega geiles Tuning-Budget haben und am Ende dann trotzdem nichts Besonderes als Auto ziehen. Okay, hätte ich in Kauf genommen, aber halt jetzt trotzdem nur 3 Mal gedreht zu haben. Egal. Ist halt so, ihr kennt es ja schon, Wheelspin ist halt das Format, was mich leider so ein bisschen foppt. Aber ich nehme es halt hin, wie es ist. Ja, das können ja trotzdem lustige Sachen entstehen. Ich bin jetzt noch gerade echt am Überlegen, was mache ich? Ich habe halt 20.000 Tuning-Budget, das ist halt einfach gar nichts. Reifen ist alles zu teuer, würde ich schon fast behaupten. Also die 10.000 gebe ich nicht aus. Gut, ich könnte vielleicht die 1 besseren. Aber will ich so viel ausgeben für das? Ja, komm, ich mach mal immerhin mal die Sportreifen und der Rest mache ich halt Leistung, oder? Alles andere lohnt sich ja halt einfach gar nicht. Das ist, ja, einfach Leistung. Was geht, dass wir immerhin ein bisschen vorankommen. So. 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 Ja, das war's. Ne? Ich glaube, für 650 kriegen wir nichts mehr hin. Ja, okay. Ja, nö, dann sind wir durch. Sehr schön. Oh Mann, das ist schon irgendwie. Ah, doch hier, guck mal. Straßenbremsen. Perfekt, Tuning-Budget perfekt ausgereizt. Dann gucken wir, dass wir immerhin vielleicht noch irgendwie ein cooles Design finden. So, zack, zack, zack. Ja, da ist sowas Schlichtes, oder? Finde ich eigentlich ganz nett. Boah, machen wir einfach mal drauf. Hat zwar keinen Namen, das Design, aber wird schon passen. Und ja, dann gucken wir halt mal gleich, wie der Action-Part so ausfällt. Aber Hauptsache Carbon-Außenspiegel, ne? Die retten das Ganze. Wir haben ja trotzdem mal eine kleine Probefahrt. Ich meine, viel können wir nicht einstellen. Vielleicht ein bisschen Reifen drücken oder so anpassen. Ich meine, die Sportreifen werden schon einiges bringen. Und Silvia fährt sich ja eigentlich im Grunde nicht schlecht. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht übertrieben viel Power. Also das Auto wird an sich trotzdem noch ganz solide sein. Und ich glaube, wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Deswegen lasst euch nicht entmutigen. Also vor allem lasst ich selber soll mich nicht entmutigen lassen. Aber es ist schon irgendwie verflucht. Also ein Wheelspin ist schon, dass das Format auch gerne alle gegen Ray genannt wird, liegt schon irgendwie so ein bisschen dran. Ja, vielleicht müssen wir, wenn ihr Bock drauf habt, die Formatidee nochmal machen. Als dass wir halt, ja, das vielleicht trotzdem irgendwann nochmal klappt. Dass man ein bisschen mehr drehen kann bis zum ersten Auto. Also um das nochmal klarzustellen, die Idee war, man dreht so lange, bis man das erste Auto zieht und alles, was man bis dahin gedreht hat, ist das Tuning-Budget. Und das Auto, was man zieht, ist dann das Auto, was man auch verwendet. Das heißt, man hätte jetzt auch 20, 30, 40 Mal drehen können, bis halt das Auto kommt. Sollte man aber innerhalb der ersten 2
eben ein Auto ziehen, was ja bei mir der Fall war. Der zweite Spin war ja leider ein Auto. Dann darf man trotzdem noch einmal mehr drehen. In meinem Fall, also drei Spins durfte man auf jeden Fall. Das war die festgelegte Regel. Und das haben ja wohl einige erwischt, leider. Aber ist okay. Ja, aber fährt sich an sich ja trotzdem ganz cool. So, ich mache trotzdem ein bisschen das, was man halt ein bisschen ändern kann, wie ein bisschen Reifendrücke raus. Also Sportreifen müssen wir jetzt nicht ganz so viel rausnehmen, vielleicht hinten ein bisschen mehr. Ja, und den Rest kann man nicht einstellen, weil ich keine einstellbaren Teile verbaut habe, weil das einfach zu teuer wäre. Ja, und im Prinzip war es leider dann schon mit dem Tuning-Part von meiner Seite. Der wäre gerne ein bisschen mehr gewesen. Ich glaube, wir müssten halt echt mal so eine Ray-Sonderregel machen. Lass mich auch mal fest raus. Nein, ist gut. Wie gesagt, ich nehme es mit Humor und ich glaube, der Action-Part, der Renn-Part und so weiter wird trotzdem ganz lustig sein. Und deswegen lassen wir uns auch mal überraschen. Aber ich würde sagen, wir gucken trotzdem erstmal, was die anderen so aus ihren Kisten rausgeholt haben. Also, bis gleich. So, da stehen sie nun, mehr oder weniger getuned, und ich würde sagen, wir fangen einfach an, gehen schnell durch mit dem guten Andi. Was hast du denn noch rausgekriegt mit deinem unmenschlichen Tuning-Budget aus dem Volvo? Ja, nach 5 Spins hatte ich stolze 50.000 Credits und habe versucht, den bestmöglichen Offroader draus zu bauen. Ja, 50.000 ist ja Luxus. Erzähl da noch was. Auf 5 Spins. Ja, trotzdem hast du 50.000. Das ist doch gut. Ja, es könnte schlechter sein. So, Acid. Ja, also ich hatte in meinem ersten Spin 70.000, im zweiten 130.000. Dann habe ich gedacht, oh, das ist aber diesmal hohes Tuning-Budget. Und dann habe ich dieses Fahrzeug hier gezogen, diese gute italienische handgenähte Handtasche. Ja, ich habe da einfach mal so alles reingebaut, was geht, und habe das Tuning-Budget bei weitem nicht ausgereizt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Ding mein Auto in allen Belangen zersägen wird. Also sagen wir mal so, er brennt brutal vorwärts. Nur wenn es irgendwo was zum Abbiegen gibt, dann... Okay, also wir fahren heute nichts mit Kurven. Ich kann dir schon versprechen, die erste Disziplin heute wird nichts mit Kurven sein. So. Richtig gut. Ja. Lukas. Ja, ich hatte im ersten Spin direkt diesen wunderschönen 2013er RS7. Dann... zusammen noch 196.000 als Tuning-Budget. Ja, 130.000 ungefähr habe ich reinbekommen. Ja, habe dann noch ein schönes Imsa-Design drauf gemacht. Ist aber trotzdem irgendwas Offroad-mäßiges geworden. Mal schauen, wie er sich schlägt. 196.000, wie hast du denn das geschafft? 175.000 als Spin und noch ein, ich glaube, WRX STI war es. Achso, okay, ja. Da ist hier der Andi schon wieder in der Investigator-Rolle so. Was? Das ist ein komischer Betrag. Nee, passt. Ist gut. Ich hab mir auch erst gedacht, so, hä, was ist das für ein Betrag? Da dachte ich gleich, ja gut, es wird wahrscheinlich ein Auto sein, was er jetzt auch nochmal bestätigt hat. Egal, machen wir weiter. Fluffy? Ich habe gleich fast dieses Auto gezogen und dann noch 27,5 fürs Tuning und dann halt ein bisschen einen leichten Offroader gebaut. Alles klar. Dann Timix. Ja, ich hatte das Glück, dass ich als ersten Spin den 360 CS hatte. Der zweite Spin waren dann 175.000, der zweite 200.000 und im Prinzip den Audi V10 rein und eigentlich Vollaufbau mit Dirt Tires. MK. Dann Bluto. Ja, ich durfte ein bisschen öfter mal drehen. Ich habe erstmal neunmal gedreht für 620.000 und dann beim 10. Spin hatte ich dann hier den R33. Dementsprechend jetzt kompletter Vollaufbau. Mal sehen, wie es geht. Ja, ich mach's kurz. Ich habe natürlich nur dreimal gedreht, weil ich natürlich Gebrauch von unserer Sonderregel gemacht habe. Sonst wäre es bei zweimal schon fertig gewesen. Nissan Silvia Club KS und ich würde sagen, stolze 20.000 Tuning-Budget, also besser geht's mal wieder nichts. Ja, Tuning, da kann ich ja noch sagen, da habe ich richtig viel rein investiert ins Feintuning, denn ich habe einfach nur Sportreifen drauf und der Rest einfach Motorteile, das heißt keine einstellbaren Teilen. Ich bin super schnell fertig gewesen. Ja, wunderbar, weiter geht's. Niveau. Ja, erstes bin 20.000, der zweite 125. Vollaufbau, kein Thema.
Und im sechsten Spin habe ich diesen kleinen, schnuckligen 205er Peugeot FE gezogen. Ja, nice. Ich will ein anderes, ich will ein anderes Auto. Du kannst gern meins haben. So, LPN. Also ich dachte mir, ich gehe zurück zur Zeit von Cars 1 und hole mir Higgs Chicks und habe für 27,5 einen leichten Offroader aufgebaut. Okay. Jenkins. Mein erster Spin war der SVT Cobra R und dann kam noch 55.000, auch etwas Offroad. Oder halt Offroad und halbwegs Leistung, sagen wir es mal so. Ja, Leistung, Offroad-Leistung darf ja sein. Ja, egal. Jaycee. Ja, ich hatte auch nur die drei Spin, hatte dann diesen wunderschönen M5 aus dem Jahre 1995 bekommen. Durch einen sehr geliebten 160.000er Spin konnte ich mir dann Vollaufbau leisten und habe es auf Straße aufgetunt. Okay. Und zu guter Letzt, Stui. Ja, ich habe gedreht, so lange, bis ich dann irgendwann mit meinen kleinen grünen Häppchen bei 700.000 war. Also es waren auch ein paar Lilane dabei, ja. Und dann kam halt dieser wunderschöne Ranger Rally Raid T6 von Ford und da habe ich dann einmal alle Motoren durchprobiert und hatte immer noch Geld übrig. Gut, so muss man sich mal machen. Ja, aber wunderbar. Also man kann sagen, obwohl das eigentlich die Ausgabe ist, wo halt am meisten Budget theoretisch aus allen Wheelspin-Ausgaben zur Verfügung stehen müsste, ist das von den Fahrzeugen die Tasche einer der traurigsten Ausgaben aller Zeiten. Das stimmt, das ja, es ist schon fast eine halbes Lieber-Edition so. Also, ja, oder was heißt lieber? Also in den Ferrari mal außen vor gelassen, steht ja da nichts dabei, was wirklich was vom Teller heißt eigentlich. Nee, es ist, ja vor allem auch, es hat kaum jemand, also ich glaube, mehr haben nur dreimal gedreht, wie das mehr gedreht haben. Also ich hab's jetzt gerade vorhin auch nochmal erklärt, was eigentlich die Idee dahinter war. Vielleicht müssen wir das einfach nochmal irgendwann neu machen, in Hoffnung, es klappt irgendwann. Oder man muss mal so eine Art Joker irgendwas machen, dass man einen Spin streichen darf oder so. Oder ach, keine Ahnung. Ist auch egal, ich komme nur so auf so Ideen, weil ich halt einfach immer der mit der Leidtragende bin. Aber ist egal, ich finde das Auto fährt sich trotzdem cool, weil ich habe, es wird natürlich nichts reißen, aber sei es drum. Wir machen jetzt aber erstmal unser Track Race. Da muss man auch nicht lenken können. Und was danach kommt, das werden wir dann noch erfahren. So, Moment. Hier, zack, zack, zack. Gibt's irgendwie denn eine Statistik für über den Durchschnitts-LE der Wheelspin-Ausgaben? Stimmt nicht. Schade. Jetzt bin ich auf Chris gespannt. Also bei mir ist es auf jeden Fall unter 900 LI. Nee, ich meine pro Ausgabe, weil das würde mich schon interessieren, so in welchem Format der höchste Durchschnitts-LI ist. Mhm. Ja, ich denke halt Goldiger mit der höchste sein. Und Auktionshaus noch. Das stimmt, das könnte sein. Dass da die höchsten sind, ja. Ja, aber wie gesagt, bei allem Rumheulen, nennen wir es mal so, man nimmt halt, wie es kommt. Und das trifft ja nicht nur immer einen alleine, sondern es gibt ja auch immer andere, die genauso Pech haben. Natürlich ist aber immer ein Ausreißer mit dabei und das ist ja auch dann okay so, aber das macht ja das Format auch ein bisschen aus. Wobei ich natürlich jetzt in der Ausgabe sagen muss, ich würde mich schon natürlich freuen, wenn ich im Tuning-Part auch ein bisschen mal mehr tunen kann, weil Ursprungsgedanke war ja eigentlich so, du hast einmal halt diesen Tuning-Part und einmal den Action-Part und in der letzten Zeit bei den Wheelspin-Ausgaben ist es halt bei mir so, dass der Tuning-Part halt ist, okay, ich kann nur das und das einbauen, vielleicht zwei Schräubchen drehen und bin fertig. Ich bin halt nach 2-3 Minuten immer schon fertig, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, so wahnsinnig viel einzustellen. Das hat es jetzt heute halt auf die Spitze getrieben, deswegen sorry an die Zuschauer, aber ich meine, ja, ich kann es jetzt auch nicht ändern, es ist, wie es ist. Und ich bin auch, muss man auch sagen, nicht der mit dem schwächsten LI, ja, also ich bin, es könnte noch schlimmer sein, also von dem her, ich will mich gar nicht beschweren, ne? Der Fiat ist der dritthöchste, der vierthöchste. Ja, der wird, ja, auch der wird uns jetzt auch alle zersägen jetzt, wenn er nicht beim Bahnübergang sich überschlägt, weil er zu tief liegt. Hauptfrist nimmt die Rampe rechts. Hey, ich habe auf jeden Fall genug Power, um Wheelspin zu haben. Ah, guck mal, Och, Ray. Komm, Lukas.
Ja. Das sieht Engine aus. Ich kenne aber einen geheimen Weg. Pass auf. Wait, muss schon nächstes Mal die Hex auslassen. Ja, ein Timmy sein Ferrari bin ich jetzt nicht ganz Heat hier mehr, gell? Wahrscheinlich, weil ich bis zum fünften Gang Wheelspin hab oder so. Perfekt. Man vermutet. Oh Mann. Mit Allrad. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, es sah super aus bei der, beim Drag Race. Ich hab zumindest keinen Wheelspin gehabt. Wir zwei werden jetzt ein bisschen Spaß einfach haben. So, ich habe schon mal ausgelost, was als erste richtige Disziplin ansteht. Denn jetzt wird natürlich wieder im Team gespielt. Und wir wissen nach den letzten Erfahrungen, dass die Teams zum Teil doch sehr spannend zusammengewürfelt werden. Wir haben auch schon eine Idee, wie wir das vielleicht in Zukunft mal ändern können oder das mal ausprobieren können. Aber dazu jetzt heute noch nichts dazu. Das machen wir dann in einer der kommenden Wheelspin-Ausgaben. Jetzt machen wir erstmal so weiter wie bisher oder wie in den bekannten Ausgaben. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt einfach ein super geiles Team komme und es mich carried. Aber bei meinem Glück sehe ich da jetzt hier ist egal. Ich will jetzt nicht rumheulen. Ist okay. Also, wir gehen zur ersten Veranstaltung. Ja, wir beginnen im Sommer am Strand. Was gibt's Schöneres? Na gut, es könnte schöner sein, wenn nicht so viele infizierte Leute durch die Gegend fahren. Okay, also. Okay. Also ich habe nur eine gelbe Knutschkugel auf dem Kopf fliegen sehen. Ja, es tut mir leid, ich habe mich in Zeitlupe auf die Seite gedreht. Ich sehe mich auch schon auf dem Kopf fliegen. Wipp, wo bist du hin? Oh. Das war jetzt fies Pluto. Da bin ich gerade gespawnt, ja. Oh. Ich fühle mich unfair behandelt. Also mir standen da schon 2 Sekunden. Ui, wusstest du, dass du dafür eine Anzeige schreiben kannst? Andi! Bin ich fast in Ray reingefahren, das gibt's nicht. Was, in mich? Ich, mich hat aber keiner berührt. Nee, zum Glück. Weil ich bin Überlebender. Ach so. Komm mal ran, ja, so, dann komm her. Ja, nee, jetzt ist ja, schon Timix, spät. Komm. Boah! Also, so arschlangsam mit dem Ding. Aber gut, überschlagen mich schon nicht. Okay, Ray, du bist wenigstens schneller als ich, weil du einen Motor eingebaut hast. Ich hab gar nichts eingebaut. Vielleicht ein bisschen Reifen, 100 Frames für das Ding auf meiner Mutter und das war's. Ich kann nicht, Jenkins, da sind 2 an dir dran. Ja, ich weiß schon nicht. Ich versuch bloß an dich ranzukommen. Das war jetzt nix. Fahr du einfach weg. Hey Timo, ich hab Kaffee und Donuts für dich, wenn du mal stehen bleiben würdest. Nein. War das in dem falschen Format? Ich bin auch noch an diese scheiß Wand gekommen. Oh Gott. Ich fühle mich hier einfach wie so ein Zuschauer. So, aber wirklich mitspielen tue ich nicht. Ich komm nicht mehr die Düne hoch. Boah, komm. Ey, bei dir ist wenigstens besser als bei mir. Ich hab Hacker noch. Nein, fahr. Das war ja. Zu, Achtung. Und was meinst du, was Silvia hat? Oh, das gibt's ja nicht. Wo ist das denn? Timo, ich hätte dich ja nicht vorher erwischt. Oder was? Nein. Ja. Ich habe dich nicht mal meinen Bildschirm gesehen. Ich bin ungefähr an deinem. Bei mir jetzt Funk. Komm her, Müll. Das passt. Jawohl. Na, was? Wie war? War der geil. Das war aber infiziert. Nee, nochmal nicht. Oh Gott, schon mal. Hab ich ja schon mal gemacht. Auf dem Strand. Ich kann ja nur hoffen, dass jemand von euch in mich reinfährt. So aktiv jagen will ich keinen. Ich kann gerade so hoffen, Ray. Oh. Oh, das ist eine Cobra, die wir nicht haben. Kurzzeit zurücksetzen. Will die Cobra als Haustier haben. Ja, Team, ihr müsst was machen. Ich guck nur zu. Alter. Kommst du in dich? Ja! Aber das war wahrscheinlich jetzt so von Stui so extra, so dass ich immer in der Stadt auch extra die Leute. Ich dachte, das stand im Skript bei Minute 24. Nee, das Skript zu Wheelspin schreibt Andi, da hab ich nichts mit zu. Ja, oh, komm mal ran. Hat ja keiner gesagt, wer es schreibt. Doch Andi, immer. Deswegen ist er auch immer in dem Team, was gewinnt. Nein, denk mal drüber nach. Dafür gibt's eine Anzeige. Ja, nee, überhaupt nicht eine Lüge. Als ob! Ey, das Spiel ist doch eine Verarsche. Hast du es gerade gesehen, Jay? Also, Chris, wenn du mir ein bisschen Leistung geben könntest, würde ich vielleicht auch was machen können. Wer hat mich denn jetzt infiziert, wenn ich fragen darf? Und von wo? Das war vielleicht ein Pluto-Kaskade. Ein Stolzschuss. Ein Pluto. Nein. Immer diese Fans, die einem hinterherrennen. Jawohl! Ja. Jetzt ist irgendjemand getimeoutet. Oh, hast du mich jetzt erschrocken? Fluffy hat sich gerade verabschiedet.
fangen sie auch schon in solchen Spielen an. Ich bin für die Anti-Rage-Quit-Organisation. Ja, Panzer. Danke, danke. Oh Gott, drei auf einmal. Nee. War nicht. Hey, Jay-Z, irgendwie... Niemand fährt an dich ran, ich fahre an dich ran und du bist immer noch... Ja, ich wundere mich auch gerade. Ja, du bist geghostet. Gib mir einen. Nein. Hier da oben ist der Nächste. Ach, es. Nein, kacke. Oh Gott. Mir fehlt die Leistung. Timo, warum so viel? Danke, danke, das hat jetzt geklappt. Ja? Was war das? Am Strand. Pluto? Ey, 10 von 10. Ohne Scheiß. Ah, scheiße. Lass mal ein Tor. Nein! Da hört ja die Map auf. Hallo! Na, nö. Ich sehe. So macht das. Ja, ich hallo, Andi. Ein Tor reiten. Ray, hast du vielleicht ein Seil für mich? Komm kaum voran. Was willst du, ein Abseil? Nee, ich brauch, ich lass die Kiste eine Zugmaschine vorne. Oh, ich bin auf dem Kopf gelandet. Ist ja auch perfekt. Gut, okay, okay, das kann definitiv fast nichts werden. Halt drauf. Pluto? Sehr gut. Also, ich hab schon längst resigniert. Hui! Das macht einfach keinen Sinn. Ja, da gebe ich dir recht. Theoretisch könnte ich die ganze Zeit das ist aber auch bleiben. Echt die beschissenste Teamaufteilung, glaube ich, die wir je hatten. Ja, die war letztes Mal ja schon beschissen. Also es wird immer schlimmer. Ja, aber letztes so, Mal waren es ja wenigstens noch S1 und S2 Autos. Jetzt ist es halt A und S2. Andi, wir können aber auch nichts für, dass du Playground Games dafür bezahlst, dass du ins bessere Team kommst. Die bezahlen mich, dass ich das spiele. Ach ist so. Gegen jetzt 1 für Grip. Aber bei Andi ist es immer so, dass er im letzten Rennen, was dann da ist, in das Verliererteam wechselt. Ja, wenn ich am Ende ins Siegerteam wechsle, nehme ich das jetzt alles in Kauf. Aber sonst... Schwierig, schwierig. Nivo, bitte nicht schubsen, ich habe einen Joghurt im Rucksack. Ray, fahr mal hinterher, ich habe eine gute Idee. Ui, daneben war auch eine gute Idee. Ach, verdammt. Stehen bleiben, oder wie? Oh, scheiße. Sehr gute Idee, war... Ja, die war richtig gut, ja. Hätte fast geklappt. Nein. Waren fertig? Danke, ne? Jungs. Hilfe! Mir klebt ein Lukas am Arsch. Scheiße. Das finde ich kein Problem. Überhaupt direkt Kurs auf nächsten. Ja, wo seid ihr? Unten, oh, grad, Timo. Weil ist alle. Jawohl, ultimatives Fahren auf zwei Rädern. Mhm. Ey, Pluto, du bist gerade an mich vorbeigefahren. Nein. Ja, komm halt her. Oh. Bruder, wie soll ich, wenn ich keine Leistung habe? Ja, ich hab auch Leute am Arsch, hey. Weißt du? Andi, lass mich. Ja. Ganz gut. Ja, oh, wow. Das war zu normal. Ey, ich glaube, ich brauche da noch eine Info. Schon wieder Pluto. Pluto, du hast schon safe einen Krampf in deinem linken Zeigefinger. Oh. Ich glaube, Fluffy kommt gerade in der Eingangsschale. Ja. Das geht doch. Pluto, fahr einfach, ich komm dir hinterher. Lass mich in Ruhe! Immer diese Fans, Andi, ich weiß genau, okay, was du meinst. Warum gehen wir zu fünft auf den? Das hat keinen Sinn ergeben, Leute. Ja, jawohl! Doch, das hat auf jeden Fall Sinn ergeben. Ich bin auf jeden Fall der MVP hier. Das Witzige ist, Fluffy Korn hat gerade gespielt. Unser Team kann ja, gar nicht verlieren. Machen wir gleich. Jo. Wir sind einfach zu gut fürs Spiel. Deswegen verlieren wir, weil wir gute Verlierer sind. Imo. Nein! Nein! Die Cobra hat mich geschnappt. Ach, da ist der. Oh, wir haben aber länger bis jetzt überlebt als gedacht, tatsächlich. Spawn doch endlich neue Kiste! Ja, klar, das ist jetzt halt der Nachteil an diesem langen Spawn-Ding, dass du jetzt halt jetzt übelst lange rumliegst. Ja, ich war schon gerade ghosted, bei mir, er fährt durch mich durch und ich bin infiziert. Ja. Okay. Hab's gesehen. Hab so eine Knutschkurve bekommen und sperren. Weißt du, jetzt schummeln sie auch noch. Got him! Ja gut, das war die erste Runde und damit geht Team Rot ganz überraschend, wenn ich diese Team-Einteilung sehe, in Führung. Ich weiß gar nicht, also da habt ihr echt alles rausgeholt. Respekt.
Könnte okay. Euch auf die Schulter klopfen. Oh, ja, mal gucken. Aber vielleicht dadurch, dass jetzt Fluffy rausgeflogen ist, überlegt sich die Team-Einteilung, die automatische, vielleicht dann nochmal das nochmal neu zu sortieren. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es rausfinden, ist egal. Ein paar lustige Momente waren auf jeden Fall drin. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir dürfen gleich ein wenig im Schnee spielen. Ja. Das ist doch auch nicht schlecht. Und deswegen gucken wir mal, aber was wir da machen. Ein Sprint wartet auf uns. Und Fluffy ist natürlich wieder da. Leider hat es aber nicht den von mir erwünschten Effekt erzielt, dass es die Teams nochmal ein bisschen durcheinander mischt. Also, ne? Kurve! Nicht, dass ich ungern mit den Lloyds spiele, aber die Vehikel, die sie so mit sich bringen, sind nicht die besten. Meins ist ja natürlich vollkommen OP, wie man sieht. I'm off track. Asset, du hast den dritthöchsten LI. Das. Ja, aber das Ding fährt sich wie BB-8 mit dem Starkstrom. Ach, das ist doch Quatsch. Das sieht aus. Nee. Außerdem hat Chris nur den vierthöchsten LI. Gut fahren tut sich die Sylvia ja, aber. Boah, das war's dann auch machen. Schon. Ah. Das Ding hebt das Bein. Aua. Oh! Ah, wie kannst du einen Zaun bloß bremsen? Das Auto ist doch schwer genug. Oh, das war ein Gap zu niedrig. Diese andere Motorbremse. Ja, ich hoffe, du hast Schaden aus. Ja, ja. Ja, die fährt sich echt geil hier, aber fehlt ein bisschen an Booms. Soll ich was abheben? Ja, gern. Ich glaube, Asset hat auch ein bisschen noch abzugeben. Oh ja, vor allem den Drehmoment. Ja, zweiter. Das geht. Gut, noch geht. Oh Gott. Genau. Meine Challenge heute, ins Ziel zu kommen. Okay. Mann, war das anstrengend. Eine Flagge verpasst. Was für ein Timo bekommen? Ach, ändert nichts an der Entscheidung. Na, knapp war. Ja, ich schaff's ins Ziel. Wenn man die hinteren drei Zahlen nimmt, war es eine knappe Runde. Also Drehmoment hätte ich ein bisschen abzugeben. Ich würde auch sagen, wir nehmen auch nur den dreistelligen Wert da hinten. Trotzdem gewinnt ihr. Damit geht Team Rot ganz überraschend. Ich weiß, ich bin schon ein bisschen, wie sagt man, nicht sarkastisch, sondern, da gibt's auch ein Wort für. Euphorisch? Egal, ich bin euphorisch. Sehr euphorisch. Gehässig, glaube ich, ist eher. So, ich bin ein bisschen gehässig gerade, so ein bisschen, was das angeht. Aber come on, ey, also, ne, in 90%, 90% ist noch gut gesagt, 95% der Wheelspin-Ausgaben drehe ich grüne Welle und dann in den letzten Ausgaben irgendwie sind auch die Teams. Also ich habe ja kein Problem, wenn die Teams immer hinten ein bisschen fair wären. Aber so macht es halt einfach nicht so viel Sinn. So, aber okay. Egal. Wir ziehen es durch. Und uns erwartet auf jeden Fall erneut die kalte Jahreszeit. Aber was für eine Disziplin? Schauen wir mal. Ja, ein Grip-Rundkurs steht an und der gute Andi hat mal wieder seine solidarische Seite gezeigt, nachdem ich nicht nur dich als Zuschauer, sondern auch alle Leute hier zugeheult habe, wie dreckig dieses Format zu mir ist, hat Andi gesagt, come on, gehen wir halt zu dir ins Team. Aber Andi, ich glaube nicht, dass du uns retten kannst. Habe ich auch nicht vor, ich ziehe noch weiter runter. Ach so! Du bist ein Drecksack. Du bist auch ein Sadist. Ja. Es stimmt halt leider, weil ihr einen S2-Wagen ausgetauscht habt gegen mich. Stimmt, wer ist denn rübergegangen? Ich. Asset. Also, vielleicht war es doch ein Upgrade. aber jetzt fährt er gerade auf Platz. Ja, doch 3. Das ist ja jetzt auf einmal fährt er gut. Das ist auf der Strecke hieß er nur geradeaus fast. Naja. Geradeaus 90 Grad Kurve, das ist die Strecke. Ja, aber die muss er auch erstmal hinkriegen. Oh.
Aber es ist wieder knapp, wenn man nur die letzten drei Ziffern bezieht. Oder die ersten drei, oder wie man das auch immer nennen will. Aber wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, die heutige Wheelspin-Ausgabe ist aus der Sicht des, oh Gott, des Content-Creators ein Reinfall. Oder aus Sicht des Format-Creators, nennen wir es mal so. Weil das, was eigentlich die Hauptidee oder das Besondere an dieser Wheelspin-Ausgabe war, mit diesen vielen Spins, hat schon mal nicht geklappt zum großen Teil. Plus, die Teams sind noch unfairer als sonst. Also ja, aber gut. Sagen wir es einfach mal so. So wird wahrscheinlich die Folge auch in etwa bei mir heißen. In der Theorie ganz geil. Aber in der Praxis, ja. Egal. Ich glaube, das wird sich vielleicht sogar durch diese Regelung noch mehr auseinandergezogen haben, weil manche halt nur 3 Spins hatten und andere 12. Ja, ja, gut, aber das ist ja eigentlich auch die Idee dahinter, ne? Dass halt das auch wirklich so sein kann, dass manche halt richtig viel ziehen und manche halt sehr wenig. Ist und dann kommt es ja aufs Auto auch nicht schlimm. Ja, ja, genau. Dann kommt halt noch aufs Auto an und prinzipiell ist ja auch nicht schlimm, wenn dann die Teams sich trotzdem mehr oder weniger gut verteilen. Dann ist es halt, also halt ein paar schnellere, ein paar langsamere. Wenn sich allerdings die langsameren zusammentummeln und die schnelleren zusammentummeln, dann ist halt so, ja, aber gut, ist ja egal. Es geht im Endeffekt geht es ja eigentlich nur um den großen Blumentopf. Das ist auch nicht so wild. Ich hoffe trotzdem, dass die Zuschauer sich unterhalten fühlen. In irgendeiner Art und Weise. Imo, willst du mich mal checken? Erzähl mich. Habe ich jetzt noch nicht so vor, ne? Ah, aber gut, wurde einen verpasst. Oh! Richtig. Chris. Und Offroad aufbauen ist Macht. Ein LPN hinten, alles gut? Ja, halt noch ein paar Würstchen für die Feier später frei. Und Baden noch, unter anderem. Aber ich sag euch, war ein Upgrade für euer Team. Oh. Ja, ist ja gut, ich hab einen Baum mitgenommen. Und? Alles gut. Das wird der Baum nicht mal gemerkt haben. Nee, definitiv nicht. Da hab ich mal ein Blatt verloren dabei. Doofer Baum. Ah, leider nicht ins Ziel geschafft, Mensch. Wie hieß nochmal deine Challenge, Ray? So. Meine Challenge hieß, im Zufallsgenerator zum dritten Mal in Folge den Winter ziehen. Das habe ich jetzt hiermit erfolgreich geschafft. Aber ist ja auch gut. Wir nehmen ja auch aktuell zur Winterjahreszeit auf, dann bleiben wir immerhin der Sache treu. Ja. Und dann würde ich einfach sagen, schauen wir mal, wo die vierte Veranstaltung hingeht. Auch wenn Team Rot, das habe ich jetzt ja völlig unterschlagen, aber im Prinzip muss man es eigentlich auch nicht erwähnen. Also egal, Team Rot gewinnt die heutige Wheelspin-Ausgabe. Glückwunsch, aber es könnte sich ja noch was ändern. Also vielleicht habe ich ja, ich habe jetzt noch zweimal die Hoffnung, dass ich noch in Team Rot wechsle gegen Ende, weil es zählt ja am Ende, in welchem Team man ist. naja, sei es drum. ja, also ich würde sagen, auf zur nächsten Veranstaltung. Wer fällt ein, gibt's. Und es gibt noch mal ein bisschen ein paar Wechsel in den Teams. LPN hat sich jetzt lang genug die Sache von hinten angeschaut und hat deswegen mal zu Team Rot gewechselt. Es sei ihm gegönnt. Danke, danke. Und ich bin wieder zurück nach Hause gekommen, ins blaue Team. Schätze ich wirklich. Das, ja, willkommen zurück. Wir haben dich, irgendwas haben wir dich? Ja, ich weiß schon. Wir haben dich. Wir haben dir deinen Platz frei gehalten. Ganz, ganz schmerzlich vermisst. So hast du jetzt aber, jetzt ziehst du mal eine Turbo an. Wenn du schon so einen Rally Raid Geschoss hast. Oh, ui. Ich habe den ersten Checkpoint gleich mal verpasst. Oh, das ist gleich besser. Weil eigentlich nicht. Du bist ja Team Rot, merke ich gerade. Mach langsam, Stui. Nur keine Energie. Ja, ich habe ja schon am Anfang extra einen ausgelassen. Ja, ich merke schon. Muss ja auch eine Challenge da sein. Aber ich muss wirklich nochmal sagen, der, die Silvia. Die Silvia, oder Silvia, das passt schon.
Die Silvia fährt sich echt gut so für den Aufbau. Also deswegen bin eigentlich zufrieden damit. Da ist nichts groß eingestellt, einfach nur Reifen und Dings. Und nochmal. Die Basis ist echt gut. Wolfie, was ist mit dir passiert? Ja, der Motor vorne war zu schwer. Oh. Sind wir nicht so weit geflogen. Ich bin zu weit geflogen. Ich bin daneben geflogen. Zu weit. Gerade aufgeschlossen. Jawohl, Team Blau Doppelsieg. Ich hab Traktionsprobleme. So sieht aus. Okay, eingekühlt. Ja, jetzt wird's doch nochmal spannend, also wenn es nicht schon entschieden wäre. Boah, ich komm den Berg nicht hoch, ey. Komm! Wenigstens bin ich jetzt nicht auf dem 12. Ja. Komm, gib alles! Ich hab nur durchdrehende Räder, komm, ich bin schon. Jetzt kann wer anders die Würstchen warm halten. Ganz fataler siebter Platz. Wie kannst du mit 3 PS durchdrehende Räder haben? Keine Leistung hab ich ja! Das war so mehr oder weniger. Über 2 Meter halt keine Traktion. Das ist doch schade. Ja, da wir aber nur die letzten 3 Ziffern zählen, ist jetzt halt 650 ausgegangen. Deswegen gewinnt Team Rot jetzt erneut. Das ist aber schade. Nein! Yay! 3-1! Es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Sehr schön. Ja, und der Vollständigkeit halber Mama natürlich trotzdem zum Schluss noch die 5. Disziplin. Und die führt uns in den Frühling. Es taut auf. Ja, dann hoffen wir doch auch mal, dass auch die Veranstaltung, die wir da erleben werden, uns zum Aufblühen bringt. Schauen wir mal. Ich zitiere: Noch bevor die Teams entschieden wurden, sagte ein gewisser jemand: Ja, ich wechsle jetzt wieder zu Team Rot rüber, ne, weil ich ja gewinnen möchte. Du tust mir beide schon nicht gesagt, weil ich gewinnen möchte. Ja, aber das hast du gedacht. Ja. Letzte Runde, ja. Ist ja so gesehen nur fair. Demo, letzte Runde, ja. Okay. Ach, Europaletten. Ah komm, einer muss. Oh Gott. Perfekt, erste Checkpoint verpasst. Oh, ja, Kurven sind optional. Nein, Kurven sind echt optional. Ich habe den Rally Raid Trackster gebucht heute. Oh mein Gott, die Schiene. Du lebst mich da hin, du. Meine Tuning-Künste speziell für Offroads sind ja bekannt. Ja. Baue ich ja immer auf. In meinen ganzen Let's Play-Folgen. Ja, klar. Das ist ja auch. Na, das also, ist ja, wenn einer Offroad-Tuning sucht. Deswegen heißt ja auch dein Nickname Stewie Offroad. Genau. Ja. So macht man das ja. Autsch. Ja. Ist aber trotzdem relativ knapp. Ganz am Ende wird es dann doch noch vielleicht spannend. Demo springen. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal den Klatsch an. Also. Ja! Ja, ich habe den Vorteil gerade mitgenommen. Ich bin drüber geflogen. Ich wollte gerade sagen, das ist schon vielleicht Team auch, oder? Übers Ziel, oder was? Ja, ja klar, ich auch! Ziel. Ja, Mann! Pluto ist gegen das Ziel geflogen, deshalb war sein ersten Platz verloren. Ich bin auch gegen das Ziel geflogen. Ja, das hat trotzdem gezählt dann, oder wie? Hat trotzdem gezählt, ja. Das zählt, wenn du. Weil es gibt ja, die Checkpoints haben ja auch eine Höhe, ne? Also, wenn du zu hoch bist, dann zählt es nämlich nicht. Habe ich schon leider schmerzhaft manchmal bei gewissen Team-Abenteuern erfahren. Also 20 Meter zählen die, wie es aussieht, in die Höhe. Ja. Ja, gut, okay, ich glaube, so wahnsinnig hoch oder viel drüber kann man wahrscheinlich auch nicht. 20 Meter. Ja, schade, hätte ich gern gesehen. Ich war aber Wimpernschlag zu weit hinten dran, aber ganz knapp nur. So, ja, das war's dann mal wieder mit einer Wheelspin-Ausgabe, die ich am liebsten direkt in Papierkorb schmeißen würde. Nein, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ach, come on, ey, Leute, es ist halt echt frustrierend auf Dauer. Wenn das ein, zwei Mal passiert, okay, aber immer ist halt echt. Naja, sei es drum. Ich hoffe trotzdem,
der Unterhaltungsfaktor war gegeben. Wenn nicht, könnt ihr ruhig ehrlich sein und das natürlich in die Kommentare schreiben. Ich entschuldige mich auch trotzdem fürs Monieren, aber manchmal muss man es halt einfach auch rauslassen, ja, diesen Frust. Vielleicht gibt es dann auch wieder mehr Lust dann da drauf. Sei es drum. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Es war mir eine Freude. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Checkt auf jeden Fall, ich glaube, nur Andis Sicht gibt es noch zu sehen. Auf jeden Fall aus. Und ja, dann aber bis zur nächsten Multiplayer-Ausgabe oder auch bis zur nächsten Wheelspin-Ausgabe. Daumen gedrückt, dass es dann besser läuft. Ja, und wie gesagt, wir können gerne das nochmal versuchen. Das, was wir eigentlich vorhatten. Weil das hat ja heute... In der Theorie hätte es geklappt oder so. Aber naja, sei es drum. Gut, also, danke für alle, die dabei waren. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.